Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um euren Musikstreaming-Dienst. Näheres erfahrt ihr nach dem Intro, also viel Spaß. Was habe ich nicht schon alles für E-Mails, WhatsApps oder Kommentare bekommen? Macht doch mal ein Community-Projekt wie eine Desktour oder ein Kamerasetup-Vorstellungsvideo. Und ich dachte mir, da diese Megamix-Desktour Valentin Möller und Felix Bahr schon machen und dieses Setup, also Kamerasetup-Video schon Kilian, also eine Review gemacht hat, dachte ich, könnt ihr in einem kleinen 30-Sekunden-Clip, die Richtlinien gibt es nachher noch, euren Musikstreaming-Dienst vorstellen. Leute können mehrere Musikstreaming-Dienste vorstellen, also das heißt, nicht nur einer wird für Spotify genommen, es werden so gut es geht alle genommen, wenn es nicht zu viele werden. Es ist ja auch wie gesagt so auf 30 Sekunden der Clip beschränkt, also wenn ihr jetzt 31 habt, ist es auch nicht schlimm, aber 40 muss ich dann mal schauen, vielleicht kürze ich dann auch, ich schaue wie gesagt. Ihr könnt eure Musikstreaming-Dienst von Spotify bis dieser zu Apple Music, also eigentlich alle Musikstreaming-Dienste, die es gibt, vorstellen. Natürlich nur die legalen, illegale wollen wir hier im Video nicht. Die könnt ihr vorstellen und dann mache ich da ein so komplettes Video, in dem dann entweder Kollegen, also die YouTuber oder auch einfach nur Zuschauer, die einfach nur schnell mit ihrem Smartphone was gefilmt haben, natürlich auch kleiner Qualitätsstandard, Smartphone reicht vollkommen aus, die gefilmt haben und dann werden die alle zusammengeschnitten zu einem großen Video, wo dann jeder, wie gesagt, so 30 Sekunden seinen Lieblingsmusikstreamdienst, den er benutzt, vorstellt. Vorstellen könnt ihr quasi, was er kostet, was euch daran gefällt, was euch nicht gefällt. Einfach, wie gesagt, könnt ihr machen, so wie ihr wollt. Hauptsache, es bleibt in den 30 Sekunden. Und nun zu den Richtlinien. Erstmal, wie gesagt, maximal 30 Sekunden. Bei 32-33 Sekunden reißt sich niemandem den Kopf ab. Aber höher, ja. Wie gesagt, muss ich schauen, dass er auch nicht so lang wird. Vielleicht muss ich dann auch ein paar rausnehmen. Schaue ich dann aber. Ich hoffe, dass überhaupt welche kommen. Denke ich eigentlich. Dann müsst ihr bis zum 1. April, also müsst ist immer so ein Begriff, das müsst ihr machen. Nee, aber der 1. April ist der Einsendeschluss für alle Videos. Die ladet ihr dann bitte gelistet, also über einen Link auf eurem YouTube-Kanal oder eben auf einem ganz normalen Google-Konto, beziehungsweise, ja, könnt ihr auch über die Dropbox machen, wenn ihr unbedingt einen YouTube-Kanal habt. Schickt ihr bitte den Link an flotv.community@web.de. Die E-Mail-Adresse ist hier nochmal eingeblendet und ist auch unten in der Videobeschreibung. Schickt es da bitte hin bis zum 1. April. Ganz kurz noch, für Leute, die gerne Musik im Hintergrund haben, eben auch zu diesem Thema Musik, benutzt bitte GEMA-freie Musik. Ich prüfe das dann nochmal, ob das Ganze auch GEMA-frei ist. Wenn es nicht GEMA-frei ist, wird das Video leider nicht verwendet oder ich schreibe euch einfach zurück, dass ihr da andere Musik hinterlegen müsst. Und im Falle, dass ihr wirklich Musik verwendet, schreibt bitte die Musik bzw. setzt den YouTube-Video-Link oder den iTunes-Link einfach kurz in die Mail rein. Könnt einfach kurz eine Mail schreiben, hi Flo, hier ist mein Video und den Link und dann die Musik vielleicht, falls ihr die Musik benutzt. Und ja, das war's jetzt hier schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ganz, ganz viele Leute mitmachen. Also das Video kann ja auch mal 10, 20 Minuten lang sein. Ich möchte wirklich alle Leute mit reinbringen. Ihr könnt auch gerne ein bisschen Werbung für euren eigenen Kanal machen. Das cutte ich irgendwie nicht ab, wenn dann nachher steht, schaut mal auf meinem Kanal vorbei oder so. Natürlich keine Dauerwerbesendung, aber ihr könnt auch als keine YouTuber mitmachen, das ist kein Problem. Ihr könnt auch, wie gesagt, mit einem normalen Smartphone filmen. Braucht es nicht unbedingt eine große, fette Kamera und einen krassen Schnitt. Es reicht einfach nur ein kleines 30-Sekunden-Video, in dem ihr euren Musikstreaming-Dienst vorstellt. Musikstreaming-Dienst, wie gesagt, Spotify, Deezer, Apple Music und so weiter. Und ja, vielen Dank fürs neue Zusehen. Wie gesagt, die Richtlinien stehen nochmal unten in der Videobeschreibung. Schickt mir euren gelisteten Link auf flotv.community@web.de bis zum 1. April und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!